Da niemand drin steigt gerade. Spontan. Guck mal, wie steil das ist. Alter, das ist so geil. Richtig geil, gell? Boah, voll das Stück, ja. Heyo, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Wir sind hier in Santa Coloma. Mir heisst. Hallo? Hallo? Jasper Jauch ist da. Sprechen Sie Hochdeutsch? Grüß an alle. Wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Jasper hat noch ein bisschen kalt. Ja. Das liegt aber vielleicht auch nur daran, dass er einfach im Schatten von meinem riesigen Van parkiert hat. Ja. Selber schuld. Dein Glimper wirft Schatten auf meinen Bus. Aha. Auch auf einen geilen Bus. Hey, Oreo? Oder ist auch dabei? Dann nehmen wir heute auch mit. Wir wollen heute nämlich euch zeigen, die zwei geilsten und längsten Trails hier in Santa Coloma. Santa Coloma, ein riesen Trail Paradise. Gestern schon da angekommen und bin ich mit den Locals da shredden und die haben mir die eben gezeigt. Und dann ist am Abend der Jasper gekommen und jetzt habe ich gedacht, die muss ich ihm auch noch zeigen. Und jetzt machen wir uns da gerade parat. Die Sonne kommt schon langsam führen. Morgen, die Nacht war frisch, meine Scheibe war gefroren. Und let's go, wir sehen uns auf dem Uphill. Ja. Wir sind auf dem Uphill. Oreo ist auch da voraus, leitet den Train an. Ja, auch ist im Schlepptau. Geil. Ja, yeah. Der Sand ist da richtig geil. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Castello für den ersten Trail. Wir machen die Kleinrunde zuerst, wegen dem Hund. Bis da oben kann man auch mit dem Auto fahren. Da ein grosser Parkplatz. Am Wochenende machen sie da viel Barbecue, die Locals. Willst du noch das Schlössli anschauen, da, die Burg? Eigentlich zählst du doch auch als Local, oder? Nein. Dann jetzt gehen wir da mal Sightseeing machen, Castello anschauen. Zwei YouTuber am Tour. Ja. Keine Namen in die Gruppe. Was für Vollspasten, ey. Ich glaube, wenn man das von Anfang an auch mega unangenehm. Irgendwo in der Öffentlichkeit mit mir selber in so einer Kamera zu reden. Jeeha! Ah, wie geil sieht das aus. Wow, vorwärts ist tricky, ja? Ciao, ciao, ciao! Ciao! Ciao, Switzerland! Jetzt geht's los, Trail Nummer 1. Trail mit Oreo! Trail mit Oreo, ja. Zweite Mal für mich mit Trail Dogs. Sieht schon mal richtig cool aus. Lande Jasper Bruss und er ist sicher schnell mit dem Trailbike. Einfach auf der Seite. Ja. Jetzt geht's los. Geradeaus. Fuck. Ja. Ja, straight. So. Jetzt geht's los. Startschwierigkeiten. Jetzt kann man einfach nur noch die Nase nachfahren. Recht rutschig, dusty. Tricky. Dann geht's mal raus, weil ich denke, mit dem E-Bike ist er sicher schneller. Mit dem Trailbike ist er sicher schneller. Das labere ich für den Müll. Ich am Oreo hinten nach. Juhu! Und den Trail bin ich gestern schon mal gefahren. Und es hat so Spaß gemacht, so geil. So lang, so coole Abfahrt über Stein und so. Dass ich denke dann, wenn der Jalf jetzt noch kommt, muss ich ihm sicher auch zeigen. Yes. Jetzt machen wir die kleine Runde zuerst. Will die grosse Runde zuerst oder beide zusammen. Wäre zu viel für den Oreo. Jetzt shredden wir da. Und das Geile ist da im Gelände. Die Steine haben so unfassbar viel Grip. Das Gegenteil. Das Gegenteil wie im Finale dort. Du fährst lieber da auf den Stein. Das ist wirklich wie Sandpapier.
Das ist jetzt so grip. Jogi, Jogi, Jogi. So geil, ne? Oh, sieht echt witzig aus hinter ihm. Der Murillo? Mhm. Geht's beim Speed, beim Tempo? Ja, sicher. Boah, geil. Gell? Wie viele Abzweigungen? Das ist ja, das ist jetzt nur gerade am Anfang so gewesen. Gibt 1 Million Trails hier. Kommt ihr her? Ja. Absolutes Trail Paradise da. Wir zeigen euch die 2 geilsten und längsten Trails. Meiner Meinung. So, wenn ihr mal da sind. Link ist in der Videobeschreibung von Strava. Trail Forks ist auch alles voll. Und nehmen wir schreibe ich euch auch rein. Das ist jetzt Chico. Chico, glaube heißt der. Mit X-I-C-U oder so. Sogar Oreo ist am Driften da. Ja. Oh mein Gott. Wie sick ist das? Juhu. Ich bin echt verloren. 36 Rockface. Highline da. Juhu. Oh, der Hammer. Mega. Aha. Aber der Trail, wo wir nachher fahren, finde ich noch geiler. Und der geht einfach gefühlt von zuberst bis zunderst. Ewig lang. Und durch jenste verschiedene Vegetationen. Ja, links da. Jetzt geht niemand in front. Spontaneous. Gerade einen guten Shortcut verwischt. Juhu! Wow! Wow! Fast in den Bau rein da. Oh, schön gute Lines aussuchen, vorausschauen. Wo kann man echt über den Stein fahren? Wie geil sieht das aus? Neben dieser Platte da vorbei. Lenker heben. Bin froh, habe ich 29. Hat auch noch grosse Absätze drin. Oh mein Gott. Oh, ist der Trail sick. Am liebsten gerade nochmal. Oh, fuck! Ah. Oh. To the bottom! Wow! Richtig geil! Oh. Bam! Ja, musst den Lenker doch noch heben. Ich bin froh, dass ich 29er hatte. Habe ich mir gedacht, ja? Ja. 20 Zoll wäre ganz nice auf dem Trail. Ja, mit dem E-Bike 29er, du hast ja 29er und E-Bike, ich glaube, das ist eine Killer-Kombi auf dem Trail. Weil du ja viel mehr Grip hast durch das hohe Eigengewicht vom Rad, das liegt ein bisschen zarter. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Also, ja. Finde ich generell mit dem E-Bike. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht auf so eine Höchstgeschwindigkeit wie mit dem normalen Velo, weil ich einfach mehr Angst habe, ich brauche einen längeren Bremsweg. Ah, okay. Ich lerne nicht so laufen wie mit dem normalen Velo, weil ich weiß, ich habe länger zum Bremsen. Und ich habe, ja, das ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Kann sein, muss aber nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Grip. Okay. Ja. Ah, wirklich? Um jetzt da richtig. Aber auf deinen Stein hast du so unfassbar viel Grip. Also auf dem Stein ist geil, im Sand ist der Tod. Ja. Also Vorderradbremse im Sand betätigen ist der große. Dropping in! Wir sind gerade noch nicht ganz fertig. Da kommt noch ein kleines Stück, was super slippery ist. Ein loses Gröll da. Wow! Oh yes! Ich kann gar nicht zu viel reden. Und aber in den Jungle. So, durch den Jungle zurück zum Auto. Schnell nochmal Wasserflasche füllen. Audio dort lassen für Pause. Weil die zweite Runde ist dann nachher doch einiges grösser und länger. Weiter rauf. Und ja, da bist du sich noch nicht gewöhnt nach der Winterpause. Ja? Ja. Okay. Soll ich vor?
Ja. Okay. Du kennst dich auch hier. Wunderschöne, herzlich willkommen Trail Nummer 2, Drachenkann. Und ja, das. Juhu! Ah, das ist eigentlich nur der Verbindungstrail zum dritten Trail, nachher zum Josa mit dem Negra Bottom Part. Oh. Gerade noch das Cross-Country-Team da von Holland, die sind irgendwie am Trainieren. Unten auf dem Parkplatz waren mega viele Cross-Country-Dudes. Jetzt haben sie uns hier oben überholt. Jetzt sind wir noch ins Hinterrad reingefahren, weil sie so einen Stress hatten. Da kommt oben gerade in den Trail rein. Wir werden natürlich eine Pause machen. Und so. Juhu! Ah. Fuck! Juhu! Ah, den habe ich gestern gar noch nicht genommen. Ah, da fahren wir jetzt nur den halben Trail. Nachher geht es noch ein Stück rauf. Zum Josa, zu meinem absoluten Lieblingstrail. Ah, es ist so schön warm, so angenehm. In der Nacht trotzdem kalt. Aber der Tag wäre immer super, mega geil, angenehm. Dario, magst du noch? Ja, ich mag noch. Kämpfer, komm! Ja, gut, okay. Oha, da müssen wir inside nehmen. Oh, shit! Ich kann nicht schnorren. Eieiei! Ich fahre irgendeinen Schießdreck zusammen da. Oh. Kannst du dein E-Bike manchmal nutzen? Oder bist du eh mal über 25 und ist aus? Nein, doch, so aus der Kurve raus kann ich gerade schnell beschleunigen. Hey, da denke ich die ganze Zeit, warum ist das so anstrengend? So, wir sind beim Greenhouse gerade wieder raufgekommen und jetzt heißt es La Negra, also Black Start, und nachher aber zu La Llosa, was Stein heißt auf Katalonisch. Jasper in front, der Dario, Halbtagsfahrer da. Hey, Mann, ich vorne gesagt, dass es ja, Einstellungen noch gibt bei der GoPro. Bitter halt auf Höhe sehr wichtig ist, dass es halt eben nicht so verpixelt worden ist. Er hat es gar nicht gekannt. Jetzt mal schauen, ob man den Unterschied sieht. Ich habe jetzt Max Lenz Mod drauf, Media Mod drauf. Und dass ich da mein Lavalier-Mikrofon anhängen kann. Richtig tasty. Und Max Lenz Mod hat dann halt nur noch mit 2,7K. Und 50 Frames. Dafür super wide. Horizon Lock. Genau, jetzt da links. Und maximale Stabilisierung. Ja, ich denke, da ist der Unterschied nicht so schlimm zu 4K. Oh shit! Noch schnell müssen absteigen. So. Wo sind wir gewesen? Yes. Letzter Trail. Ich hatte einen Bock, zum nachher noch mal einen fahren. Jesus Gott, ist das rutschig da auf dem Sand. Der andere Trail hat ordentlich mehr Grip gehabt als da. Aber irgendwie ist es auch geil, so auf Sand zu fahren. Nachher jetzt aber zum Mittagessen. Der Trail geht so ewig lang, von zoberst bis zu unterst. Da fährst du ganz viele verschiedene Vegetationen. Jetzt hat oben eben mehr Sand. Nachher kommen wir dann noch in so Stein rein. Und am Schluss noch Dschungel. So cool. Yes, wir sind noch richtig. Es hat so viele Trails, das ist unglaublich. Es ist ein riesen Trail Paradise. Vorher gerade nochmal ein Cross-Country-Team getroffen. Am Trainieren da irgendwie.
Ja, Jasperfahrt schön. Geiler Style. Ist auch unglaublich, wie lange der schon Velo fährt und wie gut der Velo fährt. Yes, schön das da. Jetzt kommen wir in den Stein. Oh. Einfach Lenker heben und ziehen lassen. Juh. Dafür hat jetzt wieder ein bisschen mehr Grip, was ich fühle. Oh mein Gott! Juh. Oh. Das ist richtig krass, Mann! Aha. Wir sind ja nicht fertig. Geil. Dann geht er gerade weiter. Wow. Da sind sie wieder da, die Holländer. Ich bin am Grinsen. Geil, wenn so ein Country-Fahrer und ein Gravity-Fahrer treffen, muss ich wahrscheinlich denken, die Sprackies hier mit E-Bike und dicken Dingern. Wir denken uns vielleicht so. Wie kann man nur so verliebt und bergauf fahren sein? Aha. Oh, da auf dem Trail haben wir gestern eben, glaub, auch noch die Slackliner gesehen, wo da einfach immer so ein Doppel von Stein zu Stein haben sie einfach eine riesige Slackline gezogen. Und der hat recht im Griff gehabt, haben wir gestern bei mir in Instagram-Story gesehen, vielleicht. Wuhu, Insider! Geil! Ja, da hat er einfach so Frontflips ums Seil herum gemacht. Und Bounce mit dem Seil recht akrobatisch, ästhetisch gewesen. Und jetzt kommen wir da mehr in den Dschungel. Krass! Vom Sand in den Stein, in den Dschungel. Yes. Nachher zuerst mal zum Mittagessen und am Nachmittag vielleicht noch kurz auf die Trails fahren. Ich hätte Bock. Und dann vielleicht am Abend noch SCR Trails mal noch schreiben, ob wir eine Session machen können. Dirt Jump Spot da, gerade in der Nähe. Santa Coloma de Farnes. Eigentlich mein Lieblings Dirt Jump Spot. Da. Wir können aber hier weg. Ja, man kann eben überall gehen. Junge! Schau mal die Steine drin. Alter, das ist so geil. Richtig geil, gell? Ja? Wow. Ja, das ist, ich glaube, der geilste Trail, den ich da kenne auf dem Hügel. Jasper fühlt es also auch. Was auch kein Wunder ist. Wow! So, da haben wir ihn wieder. Auf seinem Nomad. 27,5. Aber extrem lang. Das heißt, es widerspricht sich so alles, aber es funktioniert recht gut. Wir sind einfach immer noch nicht fertig. Es geht einfach immer noch weiter. Top to bottom. Fühlt richtig cool. Jetzt wird es wieder mehr. Ein bisschen. Wow. Holy shit! Blind Racing kann er. Der Dario. Yes. Wow. Schon das zweite Mal durchgeschlagen jetzt mit dem Fahrstil. Vorne in der Gabel. Juhu. Oh. Wow. Ja, gut. Oh. C'est magnifique. Magnifique, gell? Richtig geil zum hinter dir nachfahren, Alter. Ja? Blind Racing, Cash? Blind Racing ist mein Ding. Kann ich nicht erklären, warum. Feier das auch. Ja, ich lieb's aber auch. Geile Scheiße. Woo! Wir sind beide komplett stoked nach jetzt 20 km Trail und 762 Höhenmeter. Habe ich noch 55% im Akku, obwohl ich ihn ein paar Mal gezogen habe. Jetzt machen wir aber zuerst eine kleine Pause. Am Oreo wieder Hallo sagen. Und nachher mal schauen, was wir machen nach dem Mittag. Spontan. Vielleicht gehen wir noch. Es hat aber noch ganz einen kleinen Trail, der vielleicht könnte lustig sein. Und sonst machen wir dann eine Pause und gehen vielleicht noch ein bisschen mit dem Hardtail fahren. Ein paar Dirt Jumps da abjaggen, wenn es möglich ist. Genau. Buen dia.
Und ich. Sieh. Da sind die Cross Country. Da übrigens riesen Parkplatz. Von da geht es direkt ins Trail Center. Da kann man auch ohne Probleme im Campen stehen bleiben. Frisch geduscht, ha? Ich habe gerade leider schlechte Nachrichten gekriegt vom SCR Trails. Oh. Unter der Woche ist es leider nicht möglich, zum Dirt Jumps dort zu fahren. Fuck. Also müssen wir noch eine Sundowner Trailrunde fahren heute Abend. Leider sieht es so aus. Nach in der Sosa. Das müssen wir jetzt diskutieren. Oder La Poma auf dem Weg. Oh, auch nicht schlecht. Ein paar Sachen zum Diskutieren, was wir noch machen könnten. Jetzt aber zuerst mal einkaufen und noch ein bisschen Sonne geniessen, oder? Tang. Tang abholen. Tang? Ta. Ta. Ja, genau. Braune Haut. Yes. Das da übrigens, mein neuer Helm, den ich gestern gemacht habe. Das Video gibt es auch. 92% in meiner Instagram-Story haben gesagt, sie wollen sehen, wie ich das gemacht habe. Von dem gibt es auch noch ein Video. Von dem her, das wäre es von meinem Video. Die zwei geilsten und längsten Trails an dem Hügel von Santa Coloma de Farnes. Bist du schon am Ende mit dem Video, oder was? Ja. Oh, wow. Ja, dann auf jeden Fall seinen Kanal abonnieren. Sina und, auch. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schreibt in die Kommentare, wie ihr die Trails fandet. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Bock habt auf qualitativ hochwertige, sehr interessante, geile Videos, auf seinem Kanal vorbeischauen. Erwartungen wieder runterschrauben, aber vorbeischauen. In dem Sinne, peace out und bis zum nächsten. Ciao, ciao.